Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder, eure Nathalie. Und ich werde euch heute wieder vom Club der Roten Bänder Glaub an deine Träume und sie werden wahr vorlesen. Das Buch ist von Albert Espinosa und wir starten mit dem ersten Kapitel. So geht's los. Die Welt, in der ich lebe. Fass den Löffel nicht mit links. Nimm die Ellbogen vom Tisch. Falte Servietten ordentlich. So geht's los. Woher stammt diese Welt? Ganz einfach, sie entstand im Krebs. Krebs, das Wort gefällt mir. Mir gefällt sogar das Wort Tumor. Das klingt vielleicht makaber, aber mein Leben ist mit diesen beiden Wörtern eben eng verknüpft. Mir ist es nie schwer gefallen, über Krebs, Tumoren oder Osteosarkome zu sprechen. Ich bin mit diesen Begriffen aufgewachsen und sage sie gern laut. Posaune sie in alle Welt hinaus. Solange du sie nicht aussprichst, sie nicht in dein Leben mit einschließt, kannst du deine Erkrankungen auch nicht akzeptieren. Deshalb finde ich es wichtig, in diesem ersten Kapitel über den Krebs zu sprechen, denn in den darauffolgenden benutze ich die Lehren des Krebses, um das Leben durchzustehen. Also konzentriere ich mich erst einmal auf diese Krankheit und darauf, wie es mir mit ihr ergangen ist. Ich war 14, als ich zum ersten Mal ins Krankenhaus kam. Damals hatte man bei mir ein Osteosarkom im linken Bein entdeckt. Also habe ich die Schule und meine gewohnte Umgebung hinter mir gelassen und im Krankenhaus ein neues Leben angefangen. Ich war 10 Jahre lang krebskrank. Von meinem 14. bis zu meinem 24. Lebensjahr. Das heißt nicht, dass ich auch die ganzen 10 Jahre im Krankenhaus verbracht habe, aber ich bin während dieser Zeit immer wieder in verschiedenen Kliniken gewesen, um von 4 Krebserkrankungen geheilt zu werden. Bein. Das gleiche wie beim ersten Mal. Lunge und Leber. Unterwegs habe ich den Unterschenkel, einen Lungenflügel und ein Stück Leber eingebüßt. Aber an dieser Stelle muss ich dazu sagen, dass ich mit dem Krebs glücklich war. Diese Zeit gehört zu den schönsten Zeiten meines Lebens. Die beiden Wörter so nebeneinander, Krebs und glücklich, mögen manche schockieren, aber so war es eben. Der Krebs hat mir etwas ganz Konkretes weggenommen, ein Bein, ein Lungenflügel und ein Stück Leber. Aber er hat mir auch viel mit auf den Weg gegeben, was ich allein nie herausgefunden hätte. Was kann uns den Krebs schenken? In meinen Augen ist es eine elendlange Liste. Er lehrt dich, wer du bist und wie die Menschen in deiner Umgebung sind. Er zeigt dir deine Grenzen auf und hilft dir vor allem, die Angst vor dem Tod zu überwinden. Das ist vielleicht am allerwichtigsten. Eines Tages war ich geheilt. Ich war 24 und plötzlich eröffnete man mir, dass ich nicht mehr zurück ins Krankenhaus müsste. Ich war wie erstarrt. Es war einfach seltsam. Was ich im Leben am besten beherrschte, war doch der Kampf gegen den Krebs und auf einmal hieß es, ich sei geheilt. Meine Verwunderung oder Betäubung dauerte 6 Stunden an und dann bin ich vor Freude fast ausgeflippt. Keine weiteren Klinikaufenthalte, keine Röntgenaufnahmen. Ich glaube, das waren bei mir über 250. Keine Blutabnahmen, keine Untersuchungen mehr. Es war, als sei ein Traum in Erfüllung gegangen. Das war absolut unglaublich. Ich hätte gedacht, dass ich nach ein paar Monaten längst nicht mehr an den Krebs denken würde. Ich würde zur Normalität zurückkehren und der Krebs wäre nur eine Phase meines Lebens gewesen. Aber stattdessen lief es ganz anders. Vergessen habe ich ihn nämlich nie. Und ich hätte nie geahnt, wie nützlich mir die Lehren dieser Krankheit im Alltag sein würden. Das ist auf jeden Fall das große Vermächtnis des Krebses. Es sind Lehren. Um sie irgendwie zu nennen, obwohl mir die Entdeckungen eigentlich besser gefällt. Durch die man das Dasein einfacher und glücklicher gestalten kann.
In diesem Buch erkläre ich also, wie man auf tägliches Leben anwenden kann, was ich während meiner Krebserkrankung gelernt habe. Ja genau, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, könnte so auch der Titel des Buches lauten, wie man den Krebs das Leben übersteht. Vielleicht wäre das ja auch ein geeigneter Untertitel. Komisch, sonst versprechen Krebsbücher genau das Gegenteil. Aber unser Dasein ist eben paradox und ich liebe Widersprüche. Ich möchte gern klarstellen, dass es sich um eine Sammlung ganz persönlicher Erkenntnisse handelt, die ich durch den Krebs gewonnen habe und einige Entdeckungen, die krebskranke Freunde mir mit auf den Weg gegeben haben. Zimmernachbarn sind dabei ganz besonders wichtig. Und wir Jungs mit Krebs, die Haarigen, wie wir uns nannten, hatten einen Pakt, einen Lebenspakt. Wir teilten unter uns das Leben derjenigen auf, die starben. Das war eine schöne, unvergessliche Abmachung. Irgendwie wollten wir durch die anderen weiterleben und ihnen im Kampf gegen die Krankheit beistehen. In unseren Augen hatte jeder der Verstorbenen den Krebs ein wenig geschwächt, sodass die Überlebenden es leichter haben würden, ihn zu besiegen. Während meiner 10 Jahre Krebs fielen mir 3,7 Leben zu. An diesem Buch schreiben also 4,7 Personen mit. Die 3,7 fremde Leben und ich selbst. Diese 3,7 Leben werde ich nie vergessen und ich werde immer versuchen, ihnen Ehre zu machen. Auch wenn das gar nicht so einfach ist. Ein einziges Leben ist schon schwer. Stell dir das mal vor, wie das erst mit 4,7 wird. Gut so? Weit also zu mir und den Krebs. Es gefällt mir, wie ich das zusammengefasst habe. Ich bin zufrieden. Der Anfang ist gemacht. Dann mal weiter mit der gelben Welt. Was ist denn meine Welt? Als meine Welt, die gelbe Welt, bezeichne ich eine Art zu leben und das Leben zu sehen. Es geht darum, an den Lektionen zu wachsen, die man in guten und schlechten Zeiten lernt. Die gelbe Welt besteht aus Entdeckungen, vor allem gelben Entdeckungen, die ihr den Namen geben. Aber dazu kommen wir später noch. Nur Geduld. Eins kann ich euch allerdings schon verraten, dass es in diesem Universum nämlich keine Regeln gibt. Sonst bestimmen Regeln immer alles, meine Welt jedoch nicht. Ich mag keine Regeln. Also will ich die in meinem kleinen Reich auch nicht haben. Das würde ja vorn und hinten nicht passen. Regeln finde ich eigentlich überflüssig, die bringen gar nichts und sind nur dazu da, gebrochen zu werden. Für mich ist im Leben nichts heilig und es gibt auch keine absolute Wahrheit. Manches wird zwar als sakroskant und unstößlich hingestellt, aber daran glaube ich einfach nicht. Alles hat doch zwei Seiten, kann ganz unterschiedlich aufgefasst werden. Die gelbe Welt ist für mich die Wirklichkeit. Was man uns in Filmen, im Kino zeigt, setzt sich doch nur an Klischees zusammen, an denen nichts Wahres dran ist. Und trotzdem glauben wir mit der Zeit so, dass die Realität aussieht. Da geht es zum Beispiel um Liebe. Aber irgendwann verliebst du dich selbst. Und dann ist es gar nicht wie im Kino. Es wird Leinwandsex gezeigt. Und dann hast du irgendwann Sex und der ist auch ganz anders. Und wird sogar vorgemacht, wie man eine Beziehung beendet. Wie oft hat schon jemand seinen Partner ins Café bestellt? Und filmreif mit ihm Schluss zu machen? Aber so läuft das eben nicht. Es funktioniert nicht, weil die Sache im Kino noch 5 Minuten gegangen ist und du brauchst dafür 6 Stunden. Machst am Ende aber gar nicht Schluss, sondern lässt dich darauf ein, zu heiraten und ein Kind zu kriegen. Und ich glaube auch nicht an diese Schlagwörter, mit denen man eine Generation definiert. Ich empfinde mich weder zu Generation X noch zu Generation iPod gehört. Und noch viel weniger komme ich mir metro- oder übersexuell vor. Wie ich mich fühle? Gelb.
Das ist was ganz Individuelles, ohne jedes Kollektiv. Ich bin gelb. Für irgendjemand anderen bin ich ein Gelber. Aber dazu kommen wir noch. Also, es gibt keine Schlagwörter, keine Regeln, keine Normen. Wahrscheinlich fragst du dich jetzt, wie dieses Buch und diese Welt dann gegliedert sind. Wie ich die Konzepte darin ordnen werde. In Form einer Liste. Ich glaube an Listen, die finde ich toll. Ich bin Ingenieur, daher liebe ich Zahlen und wer Zahlen liebt, mag auch Listen. Alles, was du hier von jetzt an lesen wirst, gehört zu einer langen Liste. Es ist eine lange Liste von Konzepten, Ideen und Gefühlen. Eine glückliche Liste. Eine Liste mit Entdeckungen, durch die ich erschaffen habe, was ich als meine Welt ansehe. Es handelt sich um kurze Entdeckungen, die ich in ebenso kurzen Kapiteln vorstelle. Es sind kleine Häppchen einer neuen Weltsicht. Hab keine Angst vor der gelben Welt. Du musst nur an sie glauben. Ich habe einen Grundsatz. Wenn man an Träume glaubt, werden sie wahr. Glaub einfach daran. Und jetzt geht es direkt weiter mit dem großen Kapitel, das diese Entdeckungen enthält. So wird gelebt. Hier finden sich die meisten der Erfahrungen und Lehren des Krebses, die man auf das Leben anwenden kann und die Spuren hinterlassen werden, damit du deine eigene gelbe Welt erschaffen kannst. Es handelt sich um 23 Punkte, die du verbinden im Kopf konzeptuell verknüpfen musst, um eine neue Lebensform zu erschaffen. Eine gelbe Welt. Jeder einzelne Punkt, jede Entdeckung wird durch ein Zitat aus dem Krankenhaus eingeleitet. Es sind Sätze, die ich in der Klinik aufschnappte und die mich so geprägt haben, dass sie auf ewig in mein Gedächtnis eingebrannt sind. Sie sind wie die Zeilen eines Gedichtes, wie der Beginn eines Lieds, Emotionen, die immer nach Chemotherapien riechen, nach Verbänden, nach dem Warten auf den Besuch und nach Zimmergenossen in blauen Schlafanzügen. Manchmal zeigen sie dir einen Weg auf, nur ganz wenige Worte können nämlich bereits eine Idee zum Leben erwecken. Manchmal sind die Sätze, denen wir die wenigsten Bedeutung beimessen, eigentlich die wichtigsten. Komm einfach mit und glaub daran. Aber um eins klarzustellen, du brauchst die ganze Sache wirklich nicht unbesehen zu schlucken. Man kann alles hinterfragen und zur Diskussion stellen. Ich hoffe, euch hat dieses Kapitel gefallen und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Tschüss und bis nächsten Sonntag.